nach der ekligen Kälteperiode endlich jetzt mal schönes Wetter, was auch anscheinend auch bis Mitte Mai so bleibt. Dachte mir, okay, setz jetzt endlich mal die Pflanzen raus, hast ja genug zu tun, filmst noch nebenbei, hier wieder einen vollen Terminplan, nehme auch die ganzen Pflanzen versenden. Und dann habe ich dann heute in der Früh eine Nachricht bekommen, auf die ich wieder eingehen möchte, weil du dir einfach nur denkst, das kannst du dir nicht ausdenken, was da schon wieder passiert ist. Es geht um den russischen Influencer Maxim Liuti. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, sonst kommt meine Mom noch mit dem Nudelholz und verprügelt mich noch. Der auf Instagram für seine pflanzliche Rohkost auch bekannt ist und die auch propagiert hat, was ich jetzt an sich so nicht schlimm finde. Er war auch sehr angetan von der Lichtnahrung und hat das dann bei seinem Sohn ausprobieren wollen als Experiment. Ich denke, einige von euch, die mich wegen der Rohkost verfolgen, wissen, was Lichtnahrung ist. Ich möchte dann nur von Prana, von Chi oder beziehungsweise nur von dem Sonnenlicht leben. Und da verzichtet man dann auf jegliche feste und flüssige Nahrung. Also Fasten im Endstadium bezeichne ich jetzt zum Beispiel als Trockenfasten. Jedenfalls wollte er als Experiment beweisen, dass es selbst mit einem Säugling geht, dass dieser auf Lichtnahrung richtig gut leben kann. Das ganze Experiment hielt einen Monat. Danach ist der Kleine gestorben an Unterernährung, hat auch sogar noch eine Lungenentzündung bekommen, weil der Maxim auch meinte, er müsste seinen Sohn abhärten und hat ihm auch immer wieder regelmäßig kaltes Wasser über ihn geschüttet und ihn nicht abgetrocknet. Einfach nur zur Abhärtung. Seine Frau Oksana wollte eingreifen und natürlich ihren Sohn stillen, aber er hat sie daran gehindert, war dann auch anscheinend ziemlich aggressiv und hat sie auch hier unter Druck gesetzt. Am Ende steht er jetzt vor Gericht. Ihnen droht jetzt 8 Jahre Haft und für sie blüht auch eine Strafe aufgrund der Beteiligung der Folterung des eigenen Sohnes. Ja, das erste Mal, wo ich mir diesen Bericht durchgelesen habe, dachte ich mir auch einfach nur so, den Scheiß kannst du dir doch einfach nicht ausdenken. Solche idiotischen Sachen passieren einfach immer von Unwissenheit. Die Lichtnahrung, wie sie immer propagiert wird, gibt ja einige Bücher dazu, die dann sehr gerne dann Rohköste lesen und dann auch meinen, okay, weil sie auch in einem esoterischen Bereich sind, dann da noch irgendwie viel Arbeit glauben gemacht zu haben und denken, okay, das packe ich jetzt auch und versuchen es dann und dann kommen solche Fälle wie zum Beispiel der Finn, der sich dann bei der Lichtnahrung selbst umgebracht hat oder die andere russische Influencerin, die dann auch meinte, die könnte dann den Weg gehen mit der ganz krassen Rohkost, die dann auch Bulimie und Magersucht dann durch ihre Psyche mit gestorben ist. Und das kommt einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die Leute sich nicht auskennen, was sie da überhaupt machen, sondern einfach irgendein Buch lesen und meinen, das können sie dann auch von heute auf morgen einfach mal so umsetzen. Wenn es da drin steht, dann kann ich es auch noch machen. Ein Hauch noch von Glaube und Esoterik und schon ist das ganze Chaos perfekt. Und hier nochmal, ich unterscheide sehr stark zwischen Esoterik und Spiritualität. Das sind für mich zwei verschiedene Welten und die meisten sind halt mehr auf diesem esoterischen Weg mit irgendwie Glauben, sind auch irgendwelche Programme und Konflikte und gehen dann mit irgendwie blind, sagen sie zwar mit Vertrauen in irgendwelche Sachen hinein, aber letztlich ist es einfach nur Unwissenheit und passieren die wildesten Sachen, die du dir einfach nicht ausdenken kannst. Die Lichtnahrung ist ja nichts anderes als Trockenfasten. Also das heißt, du verzichtest auf flüssiges und auch auf feste Nahrung. Das heißt, du bist komplett im Fastenmodus. Und dann meinen die Leute, Sonnenstrahlen reichen alleine aus und verstehen einfach auch nicht, wie zum Beispiel die Rohkost da ein Schlüssel dazu ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich halt Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann mit jedem Jahr immer länger und problemlos fasten, habe auch manchmal ein paar Trockenfastenphasen, so von 24 Stunden bis 40 Stunden gehabt. Eine sehr schöne Erfahrung ist, am Anfang einige Probleme auch damit gehabt und wird halt mit jedem Jahr besser. Ich glaube, mein längstes Fasten war jetzt 42 Tage. Hätte ich am Anfang vor 8 Jahren nie geglaubt, dass ich das überhaupt schaffen kann. Und jetzt ist auch meine Rohkosternährung so, dass es halt immer mehr wasserhaltiger und fruchtlastiger auch geht. War am Anfang auch ganz anders. Habe ich auch mehr gegessen, habe auch dichtere Sachen zu mir genommen, zum Beispiel Nüsse. Und die Leute verstehen es halt einfach nicht. Die lesen dann, okay, Rohkost ist wunderbar und steigen dann auch einfach in die Rohkost rein und wissen eigentlich überhaupt nicht, was sie da überhaupt tun. Und dann kommen dann solche Probleme wie Mangelerscheinungen, Unterernährung, verlieren zu viel Gewicht, dann fühlen sie sich am Anfang super, dann haben sie übertrieben, dann kommt die Entgiftung zu stark, Kopfschmerzen, Schwindel nach wenigen Monaten oder Jahren, hören sie dann auf und sagen, die Rohkost ist schuld. Verstehen aber dabei nicht, dass die Rohkost ein Reinigungsprozess ist. Selbst wenn du schon anfängst, vegan dich zu ernähren und Fleisch, Getreide,
die ganzen Fertigsachen weglässt, wie auch Alkohol und das Ganze, dass du dich schon bereits an einem Reinigungsprozess befindest, dein Körper entgiftet. Und wenn es halt einfach zu viel ist, dann überforderst du auch den Körper. Deshalb ist auch unter anderem sehr wichtig, seine eigene Vorgeschichte zu kennen und dann zu gucken, okay, wie tue ich denn langsam auf die Rohkost umstellen. Wenn Leute zu mir zum Coaching kommen, dann hatte ich auch schon mal Leute, die dann gesagt haben, sie möchten dann so schnell wie möglich auf meinen Standpunkt kommen und sofort 100% Rohkost umsteigen. Dann rede ich mit den Leuten, in welcher Lebenssituation befinden die sich gerade, wie schaut denn der Schlaf aus, die Bewegung, dann die Ernährung und alles, haben sie Medikamente und alles Mögliche vorgenommen. Und dann kann ich erstmal einschätzen, ob es überhaupt Sinn macht, dass sie von heute auf morgen 100% Rohkost gehen können oder nicht. Ich kenne sehr viele Leute, die das dann gemacht haben. Ging einige Monate gut und dann hatten sie die ersten Probleme. Und sehr viele Rohkost-Influencer da draußen, die faken auch sehr viel, können oder essen mal doch ab und zu mal gekochtes oder Fleisch und sagen, sie wären 100% roh. Und Arnold Ehret oder auch die alte Rohkostliteratur, die eine Pflichtliteratur meiner Meinung nach ist. Also zum Beispiel Arnold Ehret, schleimfreie Heilkost, also gesunde Menschen Teil 1 und Teil 2. Rationales Fasten auch sehr wichtig. Dr. Norman Walker, die Briefe der Naturalhygiene. Findet man jetzt schwer im Internet, gibt es unter anderem mal im Kurs. Helmut Wandmarker zum Beispiel, die sind so Leute, die halt sehr viele Bausteine in die Richtung gegeben haben, die man dann auch zusammenführen sollte. Also das heißt, man sollte nicht nur ein Buch lesen und sagen, das ist jetzt so, sondern man muss mehrere Sachen miteinander kombinieren. Die Lichtnahrung ist auch eine Komponente, die aber von der Leiter her, wenn man sich das so anschaut, also zum Beispiel ist vegetarisch, dann kommt vegan, dann Rohkost in verschiedenen Stufen, dann gibt es Gourmet-Rohkost, dann gibt es halt Rohkost mit Wildkräutern, mit Sprossen, dann geht es halt weiter irgendwann frutarisch, dann Liquitarier, dann macht man irgendwann nur Saftfasten, Wasserfasten, dann wird die Lichtnahrung kommen ganz oben. Aber das ist ein Zustand, den du dir halt über Jahrzehnte beziehungsweise vielleicht auch über ein ganzes Leben aufbaust. Und das ist völlig absurd, dann zu meinen, ich fange gleich mit der obersten Stufe an und das noch bei einem Säugling, was völlig irrsinnig ist. Als Beispiel für den Anfang, die ersten Jahre 50, 60, 70% Rohkostanteil, der Rest noch gekochtes, gedünstetes oder gebackene Sachen einfach mit rein integrieren und einfach schauen, dass du halt die Sachen, die nicht mehr bekommen sind, einfach weglässt. Zum Beispiel, wenn du jetzt pflanzlich Rohkost machen möchtest, dass du halt dann das Getreide zuerst weglässt, Fleisch und Milchprodukte und schaust, wie es da deinem Körper geht und dann halt so das immer weiter machst, immer mehr Sachen weglässt, dass es für dich immer weniger Stress ist, damit du dich auch im Alltag besser darauf einstellen kannst. Okay, jetzt muss ich ja neue Gerichte finden, muss mich umstellen, damit ich mich nicht überfordere, weil die Psyche ja auch ein sehr großer Aspekt da mitspielt, deswegen scheitern ja auch sehr viele. Okay, dass alles ruhig und entspannt ist, weil Stress ist auch ein Faktor, der nicht gut für den Körper ist. Und so gehst du dann über die Jahre voran, tust immer mal wieder teilweise fasten und hörst auch auf deinen Körper und guckst, wo sind denn die Grenzen, wie weit kann ich bei meinem Körper beim Fasten auch gehen und wo mache ich dann auch einen Stopp. Das muss man halt auch alles selbst erfahren, aber es ist halt dann auch sehr wichtig, diese Warnsignale zu erkennen. Im Beispiel von Maxim, da hat man die Warnzeichen schon früh genug erkannt. Also wenn schon da so Lungenentzündungen bekommt, ihm es nicht gut geht und dann ich das noch alles erschwere, dann sollte schon die Reißleine nach wenigen Tagen gezogen, einfach das Leben seines Sohns aufs Spiel zu setzen. Und das ist halt jeglicher Rationalität oder auch Empathie, muss ich auch sagen, wo ich mir einfach denke, das kannst du halt einfach nicht machen, weil für die Lichtnahrung spielt ja nicht nur jetzt die Reinigung des Körpers, sage ich mal, im Vordergrund, die ja auch mehrere Jahrzehnte bis Jahre gehen kann, sondern auch andere Aspekte. Zum Beispiel brauchst du auch eine gute Umgebung mit frischer Luft, am besten auch mit hoher Luftfeuchtigkeit. Sonne spielt auch eine Rolle, damit halt der Körper da Energie aufnimmt, zum Beispiel für die Vitamin D-Produktion. Das sagt ja keiner, Sonnenlicht ist auch sehr wichtig. Aber Luft, der Schlaf wird bei so vielen unterschätzt. Der Schlaf ist wichtig, das mit zu integrieren. Das habe ich bei mir im Fasten festgestellt. Wenn ich keinen erholsamen und guten Schlaf habe, dann verliere ich viel schneller Gewicht, als wenn ich erholsam bin auch leistungsfähiger, mein Kopf ist klarer, also Schlaf, wesentlicher Aspekt, der nicht unterschätzt werden darf. Sport ist auch sehr wichtig. Das ist einfach, und das brauche ich auch niemandem erzählen. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, Sport auch zu machen, um auch unter anderem Muskeln aufzubauen, um fit und lebendig zu sein. Wir haben nicht umsonst einen Bewegungsapparat. Das sind viele verschiedene Aspekte, die damit einspielen. Und das ist der Punkt, was viele in der Esoterik bezüglich der Lichtnahrung einfach nicht verstehen. Die verstehen diesen Rohkostreinigungsprozess nicht als Puzzleteil, sondern meinen, okay, irgendwie bekomme ich das hin mit meinem Bewusstsein, mit meinem Glauben, mit meiner
spirituellen Kraft, um von der Sonne, von Prana, vom Kosmos einfach leben zu können. Und das geht dann einfach in Richtung Glaube. Die wissen einfach wirklich nicht, was sie da tun. Und wie man jetzt hier auch sehen kann, man gefährdet nicht nur sich, sondern auch das Leben seines eigenen Sohnes in dem Fall. Und das geht halt einfach nicht, dass du das Leben von anderen Menschen einfach gefährdest, weil du keine Ahnung hast, was du da erzählst und meinst, okay, mit irgendwie wie eine Religion, mit dem Glauben funktioniert ja irgendwie schon. Es ist eine Ignoranz. Auch den Punkt mit dem eiskalten Wasser ist vollkommen fatal und auch in der Rohkost- und Gesundheitsszene sehr gerne vertreten, wie gesund denn auch Eisbaden ist. Habt ihr auch mal einen Podcast gehört, den werde ich auch unten verlinken, der auch gesagt hat, Eisbaden ist nicht so gut, wie die Leute meinen. Das, was eigentlich da gemacht wird, Kälte, da kommst du in eine Stresssituation für den Körper und der versucht sich halt einfach dagegen zu wehren. Das ist Adrenalinschub, den du bekommst, weil es eine Stresssituation für den Körper ist, es ist lebensgefährlich. Und ein Säugling sowas anzutun, um ihn abzuhören, Härten. Das gab es nicht mal bei den Spartanern und die waren ja krass. Die haben ja schon ihre 7-jährigen Söhne schon in der Wildnis ausgesetzt und wollten ihn zu richtigen Krieger großziehen und die es halt nicht geschafft haben, zu schwach ausselektiert. Aber bei den Neugeborenen, ey yo, what the fuck? Zur Theorie, warum ich jetzt Eisbaden nicht so gut finde, auch als Grundlage vom Arnold Ehret, einfach aus dem Grund, die Poren schließen sich, das heißt, du kannst eine Entgiftung und Atmung über die Haut schlechter gewährleisten, der ganze Schleim, Ablagerungen und Gifte, die halt beim Trockenfasten oder bei der Lichtnahrung hat der Körper ja nur Zeit, sich zu reinigen und zu entgiften, kommen halt dann nicht mehr über die ganz normalen Wege heraus. Heißt hier, deswegen ist auch dann diese Lungenentzündung gekommen, weil dann ganze Gift und der Schleim über andere Auswege kommen möchten, zum Beispiel über den Rachen, über die Nase. Das heißt, du machst es dem Körper in der Kälte noch umso schwieriger und das kann dann auch gefährlich werden. Ist auch beim Erwachsenen so, dass dann der Schleim und die Gifte nach innen gezogen werden, wo halt auch das Blut dann hintransportiert wird. Fühlt sich halt wärmer aufgrund dieser ganzen Stresssituation. Der Körper möchte sich aufwärmen, ist halt eine entsprechende Reaktion, warum du dich dann auch lebendig fühlst. Arbeit, was halt auch dann zu Lasten später des Körpers dann einhergeht. Deshalb halte ich überhaupt nichts vom Eisbaden. Die Erbhaltung brauche ich auch nicht. Das ist dann später, wärmt sich mein Körper durch die Rohkost von alleine ziemlich gut. Am Anfang hatte ich da Probleme, dass meine Gliedmaßen gefroren haben. Aber mit der Zeit, jetzt im 8. Jahr, habe ich da überhaupt gar keine Probleme damit. Und Wärme ist sehr viel wichtiger, vor allem im Sommer. Es fällt auch das Fasten und auch die Rohkost an sich einfach. Bist viel draußen in der Natur, bewegst dich auch. Und wie gesagt, das sind halt wesentliche Aspekte, die auch bei der Lichtnahrung mit einhergehen, die man mit berücksichtigen muss. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ob Lichtnahrung möglich ist oder nicht. Ich denke ja, weil ich dann auch Geschichten gehört habe von Tai Chi Mönchen in Wuhan, die das gemacht haben, die ohne Essen und Trinken auskommen. Die aber halt erstens Tai Chi machen, in ihrer Mitte sind, ausgeglichen, keine Konflikte wahrscheinlich haben, mit ihrem Inneren, also mit ihrer Psyche und Mentalität viel gearbeitet haben, sich bewegen, auch ein wichtiger Aspekt, und in der Natur leben. Alles wichtige Faktoren, die ja mit einspielen. Und das hast du halt heutzutage sehr schwierig, wenn du halt in der Zivilisation bei uns lebst. Beschäftigt euch auch mit der Natur, baut doch was Schönes auf. Damit wir halt hier alle frische Luft haben, gutes Essen, damit halt jeder was davon profitiert und da halt seine Hauptenergie reinstecken, bevor man mit so einer blödsinnigen Idee daherkommt. Manchmal kommt es mir wirklich so vor, als ob die Leute zum Beispiel jetzt so Bücher lesen, wie jetzt bei der Lichtnahrung und so da sitzen. Ah, Lichtnahrung, hört sich wunderbar an. Harmonische Liebe, Frieden, Energie vom Kosmos, Verbundenheit, Licht und Liebe. Ja, das muss ich auch mal gleich ausprobieren. Interessiert mich nicht, ob die dafür jetzt 20 Jahre gebraucht hat mit Vorbereitung und weiß, was sie tut. Ich mache es einfach gleich von heute auf morgen. Ich brauche keine Vorbereitung. Ich bin die Inkarnation von Jesus. So, ist das Gleiche, wenn jetzt Leute 3 Wochen mit dem Boxen anfangen würden, noch nie ein Sparring gemacht haben und dann meinem Schatten boxen. Ich bin der Geilste, ich rasiere die alle weg. Mark Tyson, wer ist es? Den mache ich doch im Ring, auch in seiner Höchstform, jetzt schon fertig. Und wenn dann wirklich dieser Kampf kommen würde, dann würdest du merken, dass du überhaupt nichts drauf hast. Leider ist es halt im Rohkostbereich so, viele sind dann zu alternativ, dann auch zu esoterisch und dann halt mehr im Glauben und nicht im Wissen und machen dann einfach blind irgendwelche fahrlässigen Sachen und haben überhaupt gar keinen Plan, was sie da eigentlich machen. Und dann kommen solche tragische Fälle da dabei rum und dann kommen die Leute dann auch zu mir. So, und dann kommen die Leute zu mir und sagen, ja, die Rohkost funktioniert ja nicht, die ist ja gesundheitsschädlich, kommen dann hier mit diesen Geschichten, wo ich mir dann sage, oh Gott, schon wieder
Leute, die gar keine Ahnung haben und irgendwas dann in Social Media rausposaunen, polarisieren und dann kommt hier dieser Müll raus. Es ist möglich, man muss halt nur genau wissen, was man tut. Selbst bei Neugeborenen oder bei Babys kenne ich sogar Rohkostmütter, die haben ihre Kinder auch groß gezogen mit Rohkost. Du musst halt nur wissen, was du da halt auch tust und auch mit einer gewissen Rationalität, Logik und auch da alles hingehst, dann funktioniert das Ganze. Aber wenn du keinen Plan hast und keine Ahnung und dann nur mit Esoterik und Glauben, ja, funktioniert ja schon irgendwie, fügt sich, ich lasse es einfach nur fließen, ja, dann passiert dann sowas, weil du einfach wie ein blindes Huhn bist. Von daher, wer sich halt mit der Rohkost näher beschäftigen möchte, ich biete halt dazu Coachings an, kann man sich gerne melden, kostenloses Einführungsgespräch oder auch meine Kurse, wo man auch unter anderem die Briefe der Naturalhygiene findet, auch die ganze Literatur, wo ich das Ganze auch erkläre, wie man auch am besten vorgeht. Und